im Kopf gerade ein bisschen voll. Sorry. Naja. Heute ist Freitag, der 26. Februar 2016 und ein Glück, das Video ist schon hochgeladen, denn ich habe gerade Stromausfall, warum auch immer, keine Ahnung. Was kann ich machen, wie kann ich die Zeit am sinnvollsten nutzen, wenn ich nicht am Rechner sitze? Auf jeden Fall ist alles tot. Okay, und wie kann ich die Zeit am sinnvollsten nutzen, wenn ich nicht am Rechner sitzen kann? Naja, dann gehe ich erstmal duschen. So, jetzt war tatsächlich irgendwie eine halbe Stunde Strom weg. Ich habe schon überlegt, ob ich schon zur Arbeit gehe. So schlimm ist es jetzt schon. Aber Stromausfall ist immer so eine interessante Sache, finde ich, weil da fällt ja erst immer auf, wie abhängig man vom Strom ist. Dann überlegst du nämlich Stromausfall. Okay, was kann ich jetzt machen? Und 4 von 5 Dingen, die dir einfallen, fällt dir auch sofort so ein, da brauche ich Strom für. Und auch eine interessante Sache ist, der Strom geht weg und man überlegt, oh, Stromausfall. Nur bei mir, nur in dem Haus, wo du wohnst, nur in der Straße, wo du wohnst, nur in dem Ort, wo du wohnst und so, überlegst du weiter. Und okay, wie lange dauert das jetzt? Kann ich irgendwas machen oder lohnt sich warten mit irgendwas? Wie auch immer, so in der Art, ne? Und irgendwie müsste es da was geben, weil man ist echt aufgeschmissen, weil man ja nicht weiß, warum, wieso, weshalb. Das ist die alles entscheidende Frage. Warum, wieso, weshalb? Es wäre doch eigentlich eine Idee für eine App. Ich meine, die irgendwie taucht das ja auf, dass da und da Stromausfall ist. Dann müsste es doch so eine App geben, die dann sagt, flop, da ist Stromausfall. Und alle, die in der Gegend wohnen, wissen das und können die App aufrufen und sagen, ah, ist klar. Deswegen wäre doch mal eine Idee für einen App-Entwickler, oder? Mach doch mal. Oder gibt es das schon? Sagt mir Bescheid. Schreib es in die Kommentare. Vielleicht gibt es das ja auch schon. Wenn ich meine Idee, ich will mit beteiligt werden. Wir machen dann ein Startup. Arbeit. Meine Lust hält sich in Grenzen, aber nur noch morgen und den Rest von heute. Sonntag habe ich frei, Montag hoffentlich auch. Folge 200 steht an, durchhalten.
genervt. Ich habe heute 4 E-Mails bekommen. 4 E-Mails, nur heute, von YouTube, die mich darüber informieren, dass irgendwelche Urheberrechtsansprüche auf irgendwelche Musik in meinen Videos gelegt hat. Und diese Urheberrechtsansprüche kommen nie von den Künstlern, die die Musik gemacht haben, sondern immer nur von irgendwelchen Labels, wo ich nie weiß, arbeiten sie jetzt wirklich mit diesem Künstler zusammen oder probiert da einfach nur jemand irgendwas an Kohle zu verdienen. Ich meine, ich brauche keine Angst haben, in den Mails steht immer drin, es ändert sich nichts, keine Sorge, das Video muss nicht gelöscht werden. Das Einzige, was ist, dass der Urheber oder derjenige, der Urheberrechtsansprüche stellt, die Werbeeinnahmen bekommt von dem Video und außerdem Klickdaten oder so, keine Ahnung. Irgendwas stand da noch. Und es nervt mich, weil ich, wie gesagt, ich kann nicht nachvollziehen, ob sie wirklich mit den Künstlern zusammenarbeiten, ob das wirklich rechtmäßig ist, was da passiert. Ich meine, geh auf YouTube. Schau nach Musik, die mir gefällt, die ich gerne für meine Videos verwenden würde. Und ich schaue extra nach Musik, die frei zum Download zur Verfügung steht. Das reicht natürlich noch nicht, das ist mir klar. Deswegen schreibe ich jeden Künstler nochmal einzeln an und frage ihn, hey, coole Musik, ich möchte deine Musik gerne für meine Videos verwenden. Natürlich bekommst du Credits in der Beschreibung, auf den Webseiten, auf YouTube, überall. Überall sage ich, wer du bist und wo man dich findet und dass die Musik von dir ist. Und von 8 Künstlern, die ich anfrage, schreiben 7 zurück und sagen, hey, cool, klar, mach. Kannst du benutzen. Und dann nehme ich die Musik, pack die unter meinen Videos und irgendwann, Tage oder Wochen später, kommt dann so eine Mail von YouTube. Ich scheiße auf die Werbeeinnahmen. Ich habe sowieso noch keinen Cent mit YouTube-Videos verdient. Dann sollen sie halt die Werbeeinnahmen bekommen, drauf geschissen. Aber es nervt trotzdem. Es geht irgendwie ums Prinzip. Heute war eine Mail dabei, wo es um ein Video ging, was noch eine 2-stellige Zahl hat. Ich glaube, irgendwas in den 60er oder so. Keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Nervig. Und ich habe mich außerdem dazu entschieden, und das unabhängig von diesen 4 E-Mails, die ich heute bekommen habe, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich die Werbung abschalten werde. Also ich werde meine Videos nicht mehr monetarisieren. Erstens habe ich, wie gesagt, sowieso keine Einnahmen. Also ich habe wirklich noch keinen Cent mit YouTube verdient oder mit irgendeinem Video oder wie auch immer. Zweitens funktioniert das alles nicht. Also da wird Werbung angezeigt, die nicht zu mir passt, die nicht zu den Videos passt, nicht zu den Zuschauern passt, glaube ich. Da wird einfach nur so Werbung eingespielt und das funktioniert so nicht. Und ich glaube sowieso, die Zeiten, wo Bannerwerbung funktioniert, sind vorbei. Und die Werbung, die vorneweg angezeigt wird, die wird sowieso, klickt man da auf Überspringen, ich klicke auf Überspringen. Und zwar nicht, weil ich die Werbung nicht sehen will, sondern weil bei mir hier zum Beispiel polnische Werbung angezeigt wird. Ja, also ich würde jeden YouTuber, den ich regelmäßig und gerne schaue, der Werbung eingeblendet hat, gerne unterstützen, indem ich einfach ab und zu mal auf so einen Werbebanner da klicke, nur um ihm ein paar Cent zukommen zu lassen. Aber sorry, da wird mir polnische Werbung angezeigt. Da können die YouTuber nichts für. Das ist ein Problem von YouTube und das sind alles so Sachen. Also es nervt eigentlich nur noch. Und ich glaube, da gibt es bessere Lösungen und da kann ich auch andere Lösungen finden. Zum Beispiel habe ich in meinem Endbildschirm, den ich jetzt hier mal wieder umgebaut habe, Platz unten links und unten rechts. Da könnte man Werbung einblenden. Von privaten Leuten, von Firmen, wer auch immer da irgendwie Werbung einblenden will. Also wer Interesse hat, 10 Sekunden Video würde gehen oder halt ein Bild mit, und verlinken kann ich das ja. Ich kann da Links hinterlegen. Deswegen habe ich mich entschieden, die Werbung da abzuschalten, weil, wie gesagt, es bringt mir nichts, es funktioniert meiner Meinung nach nicht und es nervt eigentlich nur. Ja, und ansonsten hatte ich noch schöne Post, gerade in meinem Briefkasten von meiner Anwältin, die mir mal wieder eine Rechnung geschickt hat und wieder 4-stellig und ich weiß gerade nicht, nervt mich gerade ein bisschen. Ich habe sowieso ein sehr schlechtes Bild von Anwälten. Ich weiß, das schere ich jetzt alle über den Kamm, aber ich finde, also ich habe noch nie einen sympathischen Anwalt getroffen, oder ich habe noch nie einen Anwalt getroffen, der mir sympathisch war. Und ich habe so eine Abscheu gegenüber Anwälte. Egal, ob sie mir helfen oder für irgendwen gegen mich spielen, keine Ahnung, das ist völlig egal. Anwälte sind in meiner
keine Ahnung. Ich finde diesen Beruf so ekelhaft und widerwärtig. Ich glaube, an diesem Beruf ist so viel falsch und verlogen und sowas kann ich nicht. Und ich finde das echt nur... Naja, auf jeden Fall habe ich eine vierstellige Rechnung dazu liegen, wo ich noch nicht weiß, wie ich die bezahlen soll innerhalb der nächsten 2 Wochen. Aber irgendeine Lösung muss ich wohl finden und irgendeine Lösung werde ich darauf finden. Naja, mal sehen. Gut, besser wird es jetzt nicht. Von daher beende ich das Video hier. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und sage bis morgen bzw. bis zum nächsten Video. Und ja, tschüss. Oh mein Gott. Vierstellig natürlich. Ich glaube, Anwälte kennen keine anderen Zahlen als vierstellige Zahlen. Ich habe außerdem entschieden, und das aber vorher schon, das hat jetzt überhaupt nichts. Ich dreh durch. Naja. Dann habe ich da eine vierstellige Rechnung, die ich innerhalb von 2 Wochen bezahlen soll, was überhaupt nicht geht. Ohne jetzt Zahlen nennen zu wollen, aber mein Konto ist im Minus. Und zwar mehr im Minus als die Rechnung beträgt. Wie sagt man das? Egal.